So, hallo und willkommen zurück wieder bei Tomb Raider. Ich habe das Problem irgendwie behoben. Lara läuft nicht mehr so nach rechts. Entschuldigung für die letzte Folge. Irgendwie war ich da sehr, sehr, sehr leise. Aber ja. Mal schauen, wo wir dann diese Folge hinkommen. Und ja. Das dürfte jetzt die Folge 8 für den 28.10. sein. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich hoffe, ich habe auch diesmal jetzt die Toneinstellung getroffen. Das Spiel ist jetzt halt um die Hälfte leiser wie sonst. Wie vorher auch. Und mein Mikro habe ich mal ein bisschen lauter gestellt. Und ich bin auch näher mit dem Mund am Mikro ran. Also ich hoffe, dass das jetzt endlich funktioniert. So, genau. Hier war das letzte Rätsel. Uah. Vorsicht. Hier der Orkan oder Sturm oder so. Ich habe die Grafikeinstellung ganz, ganz leicht hochgeschraubt. Noch ein bisschen mehr Leistung rausgeholt. So wie Textureffekte und so. Sieht jetzt alles ein bisschen besser aus. Jetzt wäre mir ein Erfahrungspunkt, wenn ich mich... Ja, genau. Ich würde jetzt gerne mal hier schmutzige Tricks werfen. Sie dem da, das in die Fresse. Axtexperte, versetzen Sie Feinde mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Ausweicher konnte. Ich mach das mal. Jawohl. So, und dann gibt's jetzt auch noch auf die Kauleiste. Mal schauen. Wo müssen wir eigentlich hin? Erstmal raus aus dem Grab. Ja, schön eng. Oben immer noch das Bandicam-Logo. Es dauert nicht mal lange, höchstens noch 5 Folgen. Dann habe ich wohl das Logo da oben endlich weg, indem ich mir das Spiel endlich gekauft habe. Ich benutze ja immer noch die kostenlose Version. Kann ich auch nur empfehlen. Ich finde das Programm echt super, weil ja, weil es einfach echt super ist. Also ja, ist echt schön. Man kann entweder im Fenstermodus aufnehmen, also einen bestimmten Bereich, den man haben will, oder wo müssen wir jetzt hin? Ah, ja, genau, genau, genau. Hier waren wir dann wirklich hier. Alter! Falscher Knopf. Zack. So, da dran. Stopp. Gut. Ein Geocache. So, nimm mit. Nein. Geh dahin, Lara, und dann zack. Ich glaube, wir springen einfach. So. 3, 2, 1, hopp. Boah. Gut, Lara. Keine Ahnung, wie wir jetzt zurückkommen, aber... was soll's. Ah, ja. Anzünden. Yay. So, ist hier sonst noch was da oben? Ne, da ist glaube ich nichts mehr. Mach aus. Doch, da ist noch was. Wie kommen wir dahin? 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 Da irgendwie über die Wand? Ne. Nichts noch festhalten. Na gut. Zack. Wie jetzt? Scheiße. Oh.
Auch nicht. Fuck. Kommen wir denn jetzt wieder zurück? Nerv. Da dranhängen. Nee. Mist. Wo könnten wir... Ah, egal. Was ist. Schade, dass man... Nee. Hä? Nein, auch nicht. Ich probiere gerade so ein bisschen rum. Ups. Na, falscher. Da. Nerv. Mist. Da macht es auch nicht fest. Mann, Lara. Scheiße. Ah, so wird ein Schuh draus. Oh. So, komm. Ja. Gut, dankeschön. So, untersuchen. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Und als ich die Insel erstmals betrat, sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Eine extrem mysteriöse Person. Lagebergdorf, da fehlt eins. Eins haben wir übersehen. Aber way, who, what, da. Dokument. Ja, so kommen wir jetzt wieder dahin, aber... Hm.
Na, ja, gut, so. Ich würde gerne mal. Ach, da ist ja noch so ein Nest. Das habe ich ja ganz übersehen. So, nimm mit. Und verdammt. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Ich muss darüber. Na, probieren wir es mal. Was soll's. Oh. Still there. Ah. Cool. Ah. Cool. What the fuck? Der. Keine Ahnung, wo der ist. So, machen wir mal an. Der Vollständigkeit halber. Ne, mach auch an. So. Oh, da unten brennt's. Und das ist nicht wenig. Nun gut. Wo ist denn diese Statue? Ach, da oben. Sehe ich jetzt nicht. Naja. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, seid gespannt. So, hallo nochmal und ja, danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klick auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter, dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na, und das gleiche auch mit Facebook. Ja, auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas, ne? Ja. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich. Nicht verwechseln, ne? Also dann. Wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.